Jetzt geht's auch. Erste Bauen. Oder baut doch gerade so eine Nussschale. Würde ich nicht kaufen. Ein schönes Schiff, Telemenes. Cassandra! Du hast recht. Sie wird dich gerne über die Wellen tragen, wenn der Preis denn stimmt. Ich brauche dringend ein Boot. Jeder auf Kefalinia braucht ein Boot oder eine Überfahrt. Du kennst dieses Drecksloch. Mein ganzes Leben. Selbst wenn du ein Boot hättest, wer würde es rudern? Du? Ich gebe mein linkes Ei, um das zu sehen. Das ist Kefalinia. Hier finde ich immer jemanden, der eine Pechsträhne hat und fast umsonst arbeiten würde, nur um von dieser Insel zu kommen. Das Meer ist zurzeit gefährlich. Also noch mehr als sonst. Es wäre Selbstmord. Du bist nicht besonders hilfreich, Telemenes. Vielleicht hilft dir diese Information. Es heißt, dass der Zyklop hinter dir und Markus her ist. Gerüchte machen mir keine Angst. Das sind nur Gerüchte. Glaub nicht alles, was du hörst. Ich habe auch gehört, dass sein Schiff in der Kleptusbucht liegt. Sein Schiff, sagst du? Dann sollte ich der Kleptusbucht einen Besuch abstatten. Sei vorsichtig. Das einäugige Schwein hat ein hitziges Temperament. Wenn wir uns ganz kaufen können, dann glauben wir uns eins. Okay, dann bewegen wir uns mal daher. Können wir da irgendwo hier reisen? Schnell reisen? Nicke. Eieiei. Brauchen wir unseren. Zwei Fliegen, ein Schlag. Unseren Hoppe-Max, wenn wir da aus der Stadt draußen sind. Was ist das für Schlägerei? Auseinanderpushen. So, dann auf in die Bucht. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Jetzt hören wir uns erst noch den Adler als Sichtpunkt. Oh, da geht's aber weiter. Oh. Ganz ruhig. Runden sein und endlich richtig loslegen können. Und du schaust dann immer fit aus. Ja, da müssen wir ja erst oben. Der Zyklon. Den nehme ich mir vor. Ich muss es gleich mal seine Saubande da vornehmen, die wussten da noch beschützt drum. Das möchte ich mal da hoch. Hopp, hopp. Und wieder verjagt Helios Selene. Leder Wolf. Los. Ist weg. Ich hab dich doch gerade gerettet. Synchronisieren bitte.
Ist der? Also das gehört schon zu dem Hafen. Schatztechnisch ist dann eh viel los da unten. Was ist denn da mit sehr aggressiven Wölfen los da? Sag mal. Ja, mal Leiter greifen. Zuerst mal die Bude der Oma. Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Eploppendorf. Wie im Winkel, wo man so sieht. Hallo? Noch einer. Ja, ich glaube, der klangt. Ich glaube, der braucht nichts mehr. So. Haben wir jetzt da unten nur viel Truhe? Mann, gell? Spießfalle, du. Ah. War nicht mit uns. Ikaros will auch helfen. Danke, Ikaros. Wer bist du denn? Du musst mir helfen. Muss ich? Wenn du weißt, was gut für dich zwei Idioten, ein Gedanke. Ist, dann ja. Ich bin ganz Ohr. Ich bin aus Athen verbannt worden. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Dämon scheint eine deiner Stärken zu sein. Ich sehe, ist Demut eine deiner Stärken? Wenn man reich ist, kann man sich erlauben, stolz zu sein. Mal sehen, ob es dabei hilft, mich zu überzeugen, dir zu helfen. Meine Drachmen sprechen für sich. Dein Problem? Es ist mein Bruder Ornios. Banditen haben ihn gefangen. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte entkommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele jemanden, um genau zu sein.
Ornios und ich wurden aus demselben Grund verbannt. Betrug nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Was für ein Geheimnis? Rette deine Zunge, alter Mann. Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kefalinia versteht. Ich bin keine Kefalinierin. Sehr gut. Was ist denn da? Ist irgendwas von Durchsuchen gestanden? Moment. Sonst ist da nichts zum Durchsuchen. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Mann so viel über Götter reden hören. Lass ihn los. Das wollte ich jetzt nicht. Die Insel darf dieses Wort benutzen. Hat er Zyklop gesagt? Hat er dir wehgetan? Ich will nicht hören, dass man mich so nennt. Das habe ich nicht. Aber du bist so fett. Ich meine, so groß und stark. Und du hast wirklich nur ein Auge. Mein Auge. Gib es her, dann töte ich Markus nicht, weil er dich hergeschickt hat. Gib es zurück! Du willst es? Hm? Ja, mit dir. Ja, ich muss da weg, das sind zu viele, sind zu viele. Wo ist die Ziege? Ich hätte schon gern das Auge wieder. Au, au, au. Der sagt nicht, dass ich gewinnen kann. Du bist schon mal weg. Das ist der Nächste. Au. Au. Jetzt. Konzentration. So. Jetzt haben wir wieder da. Übrig. Dies war einst ein freundliches Dorf, doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Ja, 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 ja. Ich muss ja plündern, bevor ich die befreie. Ich hoffe, das versteht er, der gute Mann. Ist auch noch eine Kiste?
derjenige, welcher oder für den ich bezahlt werde, dass ich dir raushöre. Wie können die es wagen, Hand an mich zu legen? Ja, lauf. Und du? Hier, eine Drachme für deine Mühe. Obwohl du früher hättest kommen können. Dein Bruder schickt mich. Ich wusste, er rettet mich. Um das klarzustellen, ich bin es, die dich rettet. Und wenn das Geld deines Bruders nicht wäre, würde ich dich an die Schweine verfüttern. Komm mit. Bleib in der Nähe und halt den Rand. Gut gemacht. Ich nehme dann nochmal die Abkürzung, gell? Ja. Bist du da daherkommst da? Na komm, halt noch. Ich möchte die Kohle von deinem Bruder und dann... Geht ihr eure Wege oder ich kill euch, ich bin noch nicht ganz, ganz sicher. Hier lang, schnell! Ornius, endlich wieder vereint! Ich weiß nicht, wo du immer diese Raubeine findest, Bruder, aber sie leisten gute Arbeit. Das ist sehr rührend. Aber ihr schuldet mir Geld. Ich habe gesehen, wie du eine meiner Truhen geplündert hast. Betrachte es als Schmerzensgeld für deine Hybris, Malaka. Ich heil hergebracht, Ornius. Lass sie gehen. So schnell wie möglich. Im Tod vereint, meine Freunde, im Tod vereint. Ich bin doch scheißen. Was haben wir denn? Wir lassen uns nicht betrügen und schon gar nicht beleidigen. Er streibt mir ums Leben und dann werden wir beleidigt, sowas sehe ich nicht ein. Danke. Jetzt erst mal den Weg frei machen. Ja, dann lauf. Ich stehe in deiner Schuld. Jep. Du hast kein Geld nicht. Ja, muss mir nicht zusammenlaufen, deswegen. Geht noch mit dir. So, alle tot? Sehr gut. Da steht noch einer. Kommst denn du jetzt her? Was ist das noch? Geld? Nicht länger hier bleiben. Wo ist die Ziege? Diese haben Freunde auf Kefalenia. Bei Zeus, diese kefalenischen Banditen verstehen keinen Spaß. Zum Glück bist du auf meiner Seite. Sie scheinen dich zu fürchten. Wo ist die Ziege? Das war so viel wert wie ein Haus. Hat's geheißen. Noch irgendwas zum Entdecken da. Nein. Wir sind fertig. Kefalenia ist fertig. Ich kann dir nicht genug danken. Nach all meinen Jahren auf See wäre es eine Schande gewesen, in einem Krug zu ertrinken. Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Barnabas, Schiffsführer der Adrastea. Nun, Barnabas. Es ist mir eine Ehre. Ich bin Cassandra, Söldnerin von Beruf. Oh, ich bin sicher, du bist weit mehr als das. Wie meinst du das? Als sie meinen Kopf unter Wasser drückten, betete ich zu den Göttern. Und als sie ihn rauszogen, warst du da. Ich bin die Antwort auf deine Gebete. Ich hab dich erhört. Viele behaupten, sie hätten göttliches Blut in den Adern. Du bist die Erste, der ich es glaube. Warum haben dich die Männer angegriffen? Ach, du kennst doch die Leute hier. Nichts für ungut. Ich
ich erzählte von meiner letzten Reise. Und plötzlich führen sie sich auf wie ein Haufen Wildgewordener. Was hättest du ihnen denn erzählen können, dass sie so verärgert hat? Meine letzte Reise. Wir fanden einen einzelnen Mann auf einem Floß. Bevor er starb, erzählte er eine Geschichte, die einem das Blut gefrieren lässt. Es ging um eine furchterregende Kreatur, so hässlich, dass es kein Wort dafür gibt. Und ich sagte nur, einäugiges Monster. Plötzlich werde ich in einem Tonkrug ertränkt. Ja, der Zyklop nimmt so etwas sehr persönlich. Wo kommst du her? Von überall und nirgends. Die Adrastea ist mein Zuhause, aber geboren wurde ich auf Mykonos. Ich habe keinen Fuß mehr dorthin gesetzt, seit ich zur Armee ging. Dann bist du ein Soldat? War ich. Meine Brüder und ich waren Schiffsführer in der Athena-Flotte, bis eines Nachts Poseidons Zorn unsere Schiffe versenkte. In jener Nacht habe ich es gesehen. Was? Was hast du gesehen? Der Gott des Meeres entfesselt mehr als nur den Wind und die Wellen, wenn er wirklich zornig ist. Ich sah seine Bestie, sein mörderisches Schoßtier. Wenige glauben mir, doch dieses blinde Auge erinnert mich auf ewig daran. Die Strafe dafür, dass ich Poseidons Kreatur erblickt und überlebt habe, um davon zu erzählen. Okay. Also, hast du ein Schiff? Natürlich. Bei den Göttern, sonst würde ich ja hier festsitzen. Wo ist es jetzt? Dank dir ist es noch im Hafen von Sami, wo ich es zurückließ. Nun, da ich dein Schiff und dein Leben gerettet habe, schuldest du mir etwas. Immer diese Söldner. Weißt du, an wen du mich erinnerst? An mich? Mein jüngeres Ich, versteht sich. Bevor ich meine wahre Bestimmung erkannt habe und mein Auge verlor. Wechsel nicht das Thema. Ah ja, ich bitte um Verzeihung. Du hast recht. Ich schulde dir mein Leben. Was kann der demütige Barnabas für die mächtige Kassandra tun? Ich brauche ein Schiff samt Mannschaft. Natürlich tust du das. Also, ist das ein Ja? Mein Schiff, meine Mannschaft und ich stehen dir zu Dienst. Du kommst ganz sicher nicht aus dieser Gegend. Götter, nein! Und dafür bin ich dankbar. Jetzt komm und sieh die Adrastea. Ja? Ich würde die Adrastea gern sehen, aber muss jetzt erst wieder hinlaufen. Einkamporten. Einkamporten. Ist ja Hafengebiet. Bereit, wenn du es bist. Warte auf mich, Cassandra. Ich hab gepackt und alles. Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Phoebe, du bist nicht alt genug. Ich kann nicht ständig auf dich aufpassen. Ich kann auf mich selbst aufpassen und ich brauche keine Hilfe. Selbst wenn das wahr wäre, es ist noch zu früh. Aber ich mache auch keine Umstände. Versprochen. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Meinen Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das entscheiden die Mäuren aber. Ich würde gerne. Die Mäuren wissen, dass wir Freundinnen sind. Sie sorgen dafür, dass wir uns wiedersehen. Wenn du es sagst. Das sage ich. Cassandra! Du verlässt Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier. Also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja,
Vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Nein. Partner geben sich die Hand. Daran erkennt man die wahre Geschäftsfrau. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Servus. Bist du bereit? Jupp. Gehen wir. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut. Das Meer wartet wieder auf. Jetzt geht's los. Es wird Zeit. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaus von Sparta? Nikolaus von Sparta? Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios-Wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater.